Ja, herzlich willkommen bei Ars Vivendi. Heute bin ich sehr glücklich, in einem Atelier zu sein in Berlin. Ich besuche Raimund Unger. Raimund, ich bin wirklich froh, dass wir heute mal endlich miteinander sprechen können. Schön, dass ich bei dir sein darf. Ja, lieber Axel, ich freue mich genauso. Das war ja schon länger geplant. Ja. Und endlich hat es geklappt. Ja, wir kennen uns schon eine ganze Zeit. Und um dich kurz vorzustellen, ich bin immer wieder verblüfft, wenn ich deine Vita sehe. Du bist einer der wirklich vielseitigsten Menschen, die ich kenne. Du bist bildender Künstler, ausgezeichnet, bist therapeutisch lange tätig gewesen. Das heißt, also auch der medizinische Sektor ist dir nicht fremd. Und du bist seit einigen Jahren erfolgreicher Autor mit verschiedensten Themen. Sehr aktuellen Themen, die sind immer aktueller geworden im Laufe der Zeit. Und ich habe dein erstes Buch gelesen, da kannten wir beide uns noch nicht, Die Heldenreise des Künstlers, weil das ja auch mein Thema ist, Joseph Campbell, Heldenreise, das Konzept, was ich auch schon mehrmals hier auf diesem Kanal vorgestellt habe. Und dann haben wir uns getroffen, begegnet, tatsächlich im Lockdown. Es war ziemlich verrückt. Wir haben mit Gunnar Kaiser gedreht und Corinna Busch, damals zu viert, und wir haben es irgendwie fertig gebracht. Ich erinnere mich gut daran, draußen war die ganze Zeit das Ordnungsamt, das stand da mit Blaulicht, und das sieht man in diesem Gespräch immer noch, dieses Blaulicht, denn das Ganze hatte irgendwas Konspiratives, und wir hatten einen wunderbaren Austausch. Das war unsere Premiere. Absolut. Also ich, das war natürlich unvergesslich. Ja. Ja, eine historische Geschichte wird man so hoffentlich auch so schnell nicht nochmal haben, muss man auch nicht nochmal haben, dass man die normalste Sache der Welt, dass man ein philosophisches Gespräch führt und dass sich, man sich eigentlich nicht treffen darf, weil Lockdown ist und man das quasi geheim machen muss, das ist schon ein Ding gewesen. Ja, verrückte Zeit. Und so viel passiert seitdem, und wir haben immer Kontakt gehalten, haben uns immer geschrieben. Und ich habe auch immer verfolgt, wenn du ein neues Buch rausgebracht hast. Wir haben einige mal auch mitgebracht, die wir auch gerne gleich kurz mal vorstellen können. Und das, worauf ich jetzt natürlich ungeheuer neugierig bin, das ist eins, was nun für mich jetzt den Bogen schlägt von der Heldenreise des Künstlers. Du hast das Programm, das Konzept der Heldenreise wieder aufgenommen und hast nun ein Buch herausgebracht, oder wirst es nun in wenigen Wochen herausbringen, Die Heldenreise des Bürgers. Das haben wir hier mal dabei. Ich zeige es mal in die Kamera. Und darauf freue ich mich besonders. Und vielleicht nehmen wir das so ein bisschen als guten Faden, um unser Gespräch einfach zu beginnen. Sehr gern. Also vielleicht muss ich dazu sagen, das Buch gibt es noch nicht. Das ist ein, was du eben gezeigt hast, ist ein Cover. Das, dann wird das so aussehen. Das ist ein Dummy. Das Buch kommt erst in 8 Wochen auf den Markt. Ja, dann bin ich auch erst online. Ich brauche immer so lange schneiden. Aber so wird das dann mal aussehen. Und du hast ja jetzt auch selbst dieses neue Buch noch nicht lesen können. Das ist natürlich schade. Aber du hast das sozusagen original gelesen, Die Heldenreise des Künstlers. Ja. Und insofern weißt du schon, worum es geht, denn dieses neue Buch ist tatsächlich eine Adaption des Themas, ganz bewusst eine Adaption des Themas. Und man kann wirklich sagen, Die Heldenreise des Künstlers war ja mein erstes Buch, das habe ich im Jahr 2012 geschrieben, ist jetzt wirklich schon eine ganze Zeit her. Und da ging es eigentlich nur darum, den eigenen Bruch in meiner Vita abzubilden. Ich war ja vorher Therapeut und auch Dozent für Naturmedizin und so. Und ich habe dann mit 38, 39 eine große Lebenskrise gehabt, bin ins Krankenhaus gekommen mit einer schweren Erkrankung und habe da sozusagen meine klassische Midlife-Krise gehabt. Und habe mich nochmal vollkommen neu aufgestellt. Mit 39 bin ich nach Berlin gegangen, ist jetzt 21 Jahre her. Und habe mich als Maler ernst genommen, der ich eigentlich schon immer war. Aber ich habe die Prioritäten nochmal komplett verschoben. Und diese große Krise und diesen großen Bruch in meinem Leben, den hatte ich in Die Heldenreise des Künstlers beschrieben. Ja. Auch
um darzustellen, wie schwer das ist, tatsächlich diesen Wechsel nochmal vorzunehmen, mit 40 Jahren tatsächlich sich so neu aufzustellen. Mhm. Und dann auch tatsächlich ganz konkret Künstler gerichtet, wie schwer es wirklich ist, sich in eine etablierte Kunstszene reinzufinden. Gerade in der bildenden Kunst ist es nämlich ausgesprochen schwer als Autodidakt. Normalerweise muss man da wirklich studiert haben, wenn man noch irgendwie was gelten will. Du brauchst ja auch Kontakte. Man braucht Kontakte. Aber ja, es ist besonders in der bildenden Kunst ist es ganz extrem so. Also man kann, du kannst relativ leichter, wenn du Musiker bist und du bist einfach ein begnadeter Pianist oder so oder ein Sänger, dann fragt man zwar auch nach deinem Studium, aber du überschreibst es einfach über deine Qualifikation. Oder wenn du ein sehr guter Autor bist, hat eigentlich keiner was dagegen, wenn du vorher im Taxi gesessen hast. Ja. In der bildenden Kunst ist das anders. In der bildenden Kunst gibt es so wenig fassbare Kriterien über den Qualitätsbegriff, dass man sich da eigentlich ungeheuer autoritär verhält. Und eigentlich erwartet, dass man wirklich Kunst studiert hat, dass man Meisterschulstudium idealerweise absolviert hat, dass man Stipendien gewonnen hat. Und es gibt ein regelrechtes Punktesystem, das in der bildenden Kunst vergeben wird, wie man Künstler aufbaut und wie man sie ernst nimmt. Und das ist krass. Wenn man dann so spät anfängt und als Autodidakt einsteigt, hat man normalerweise keine Chance. Ja, weil ja der Kunstmarkt auch völlig anders tickt. Mit der Kunst selber, die du ja als Ausdruck auch nimmst, wie du mir auch mal erzählt hast, um auch deine Vergangenheit aufzuarbeiten. Du hast dich an den Bildern abgearbeitet und das ist eine völlig andere Welt. Dein Ausdruck, deine persönliche Botschaft in die Welt zu schicken und auf der anderen Seite den Markt zu bedienen. Und der natürlich ganz anders arbeitet. Wenn man nach meinem Kunstverständnis, das ist sozusagen ja das, worum es in der Heldenreise des Künstlers auch geht, und das ich jetzt adaptiert habe, sozusagen, auch ein bisschen adaptiert habe auf die Allgemeinheit. Mein Kunstverständnis ist ja eben kein akademisches, sondern ein sehr klassisches, romantisches fast schon, kann man sagen, wo ich noch den selbstkonfrontativen Künstler präferiere. Also so, wie man noch vor 100 Jahren eigentlich selbstverständlich den Künstler auch gesehen hat, ja, der sich selbst konfrontiert, der sich in Frage stellt, der über sich was auch erfahren will im kreativen Akt, der sich vielleicht auch von beseelt fühlt oder inspiriert fühlt. Das sind ja beides Begriffe, die heute eigentlich auch gar nicht mehr gehen. Ne? Ja. Also wenn man sich die etablierte Kunst heute anguckt, da geht es einfach um Konzept. Sehr viel, es ist wahnsinnig intelligent, das ist eine bezugnehmende Disziplin, die sich historisch verortet und Bezug nimmt und immer auch mit dem Augenzwinkern dann noch so ein Tüpfelchen drauflegt und so, aber wo dieser Selbstbezug, der früher selbstverständlich war, gar nicht mehr so im Mittelpunkt steht. Und in die etablierte Kunstszene hineinzukommen mit diesem selbstkonfrontativen Aspekt und dann noch als Autodidakt, bedeutete natürlich die ersten Jahre, dass ich komplett ignoriert wurde. Also da ist sozusagen gar nichts passiert. Ja, es geht ja dann natürlich auch darum, wirklich ins Eingemachte. Du machst dich als Künstler ja nackt. Du machst dich angreifbar, du öffnest quasi dein Herz, indem du quasi die Kunst der Welt präsentierst und wirst dadurch natürlich auch schnell angreifbar. Und das stelle ich mir auch sehr mutig vor. Das ist immer ein Akt Heldenreise. Ne? Ist immer, du musst dich auf den Weg machen. Dazu will man zuerst auch gar nicht so richtig freiwillig aus der Komfortzone in diese Anderswelt begeben, in die Dunkelheit, in die Unsicherheit. Und wenn du auf dem Weg bist, gibt es eben kein Zurück. Und das ist natürlich auch eine Aussage, die man sowohl auf ein künstlerisches Leben projizieren kann, als auf natürlich jetzt auch die Frage, wie kommen wir aus der Dunkelheit wieder ins Licht? Wir sind quasi auch hineingeworfen worden in unsere Heldenreise durch viele Umstände, die immer dichter werden. Immer mehr Umstände erschüttern uns, holen uns aus unserem, wohlvertrauten Raum und bringen uns auf eine Reise, wo wir nicht wissen, wie geht sie aus. Wir werden reingeschmissen in Dinge, die wir uns vor ein paar Jahren nicht haben vorstellen können.
Und den Bogen wieder aufzugreifen von dem Mut eines Künstlers, der sagt, hier bin ich, ich präsentiere meine Kunst der Welt und gehe damit auch in eine Unbekannte hinein, jetzt einen Übergang zu schaffen in ja, die Heldenreise des Bürgers. Wie kommst du jetzt konkret von deinen Themen, die ja dazwischen lagen, die ich auch mit dir auch ganz anreißen kann, damit man den Bogen versteht, wie kommst du jetzt bei der Heldenreise wieder an in der aktuellen Situation? Na, vielleicht kann man das ganz einfach an dem Spannungsbogen, die Heldenreise folgt ja einer bestimmten Choreografie. Also ja. Man sollte vielleicht mal ganz grob erklären, mhm. dass die Heldenreise einen Mythos abbildet, der von verschiedenen Menschen irgendwann als Archetyp begriffen wurde. Es ist eine Choreografie, ein Erlebnis, das ins Außen projiziert, ins Abenteuer eines Helden oder einer Heldin erzählt, in Wahrheit aber innerpsychische Reifeprozesse abbildet. Ja. Und der vielleicht bekannteste Mythosforscher ist Joseph Campbell, mhm. der ein Buch darüber geschrieben hat, der Heroes in 1000 Gestalten. Und der macht 17 Stationen auf, die der Held durchläuft. Das ist sehr komplex. Man kann das auch ein bisschen vereinfachen. Aber es gibt vielleicht ein Grundmotiv, das sowohl für den Künstler gilt, das aber auch für die jetzige Zeit gilt, für diese politische Zeit gilt. Der Held macht seine Reise nicht freiwillig. Ja. Also der Held leidet, der Held kommt in eine Krise. Und weil du eben sagtest, der Held, wenn er die Reise angefangen hat, kann er die nicht mehr abbrechen. Kann er schon. Mhm. Also der Held kann auch im Verlauf der Reise die Reise boykottieren. Er kann sterben. Er kann sterben. Ja. Er kann auf dem Gipfel der Krise sterben. Ja. Das ist nicht ausgemacht, dass es so ausgeht wie in Hollywood. Er kann aber auch wieder auferstehen. Er kann wieder auferstehen. Man könnte sogar sagen, er muss sterben. Ja, genau. Wenn man bedenkt, dass es sich nicht unbedingt um den physischen Tod handelt, aber das Ego muss sterben. Ja, dann klar, kann er wieder, auf, dann kann er wieder genau. auferstehen. Aber das wäre jetzt ein Vorgriff. Also vielleicht nochmal, der Held macht die Reise nicht freiwillig. Ja. Der Held gerät in eine Krise und er überschreitet eine bestimmte Schwelle, aus der er nicht mehr ohne weiteres zurück kann, es sei denn, er würde sich wahnsinnig selbst verraten. Mhm. Also der Held, ich beschreibe das dann jetzt auch in der adaptierten Version für den Bürger, der Held kann sagen, lieber doch nicht. Also in dem Moment, wo er Kontakt zum Drachen hat, ja. Kann er versuchen, dem auszuweichen, noch mal ein letztes Mal. Aber das würde einen so hohen Selbstverrat bedeuten, dass der Held eigentlich nur noch die Wahl hat zwischen Pest und Cholera. Er kann den Drachenkampf aufnehmen, dabei kann er sterben, aber er stirbt sozusagen aufrecht. Ja. Oder er kann den Kampf verweigern, dann versinkt er in Selbstverrat und Depression. Das heißt, er muss so kompensieren, er muss so diesen Selbstverrat, den verdaut er nicht mehr. Weil er bereits, wenn er über die erste Schwelle gegangen ist, eine Art Bewusstseinseinweihungsgrad erreicht hat, den er nicht mehr verraten kann. Er kommt eben auch in diese Anderswelt, wie Joseph Campbell es bezeichnet. Man kann auch Schattenwelt dazu sagen, das große Unbekannte, was ihn quasi auf seinem vertrauten Terrain auch nun rausreißt. Und er bewegt sich in einen völlig unbekannten Raum. Und er hat dabei das Konzept, einen Mentoren, der ihm schon den Weg weisen kann. Und er hat auch oftmals Gefährten, die ihn unterstützen, aber den eigenen Weg muss er selber gehen. Und da jetzt nicht stecken zu bleiben, wenn du sagst, er geht auf, dann würde er ja aus dieser Dunkelheit, aus dieser Schattenwelt auch überhaupt keinen Ausgang mehr finden. Und das ist eben die Depression, von der du sprichst. Ne? Er würde in dieser, wenn wir jetzt sagen, der Antagonist, also den es zu überwinden gilt, das wären jetzt zum Beispiel die Ängste, mit denen er kämpft. Mit denen, um jetzt auf die Ebene zu gehen der Psychologie, das verletzte innere Kind leidet und will erlöst werden. Das Ego hilft dabei, indem das Ego immer versucht, die Ängste zu kappen. Und wenn er da aufgibt, dann kommt er da doch selber gar nicht mehr raus. Genau. Also das Problem ist sozusagen, dass der Held der Held hat im Laufe seines Lebens eine Ich-Identität entwickelt. Ja. An der er hängt, das, was andere Leute Ego nennen. Mhm.
Und diese integere Instanz, mit dem der Held in die Welt gegangen ist und sagt, das bin ich und so war ich schon immer und so bin ich und in die verliebt man sich ein Stück weit und das macht die Identität des Menschen aus. Ja. Und Krisen können diese Identität so nachhaltig erschüttern, dass man nicht mehr weiß, wer man danach ist. Und das will der Held natürlich vermeiden. Gleichzeitig, weil du den Mentor erwähnt hast, es gibt Lebenskrisen, in denen Personen auftauchen, Mentor oder beim Hobbit ist es der Gandalf, der Zauberer oder so, der einem schon mal die Tür ein Stück weit zum Abenteuer aufmacht und im Grunde genommen zeigt, wenn du da reingehst, das ist hart, das ist gefährlich, du weißt, wirst auch am Anfang erstmal nicht mehr wissen, wer du bist, aber denk doch mal drüber nach. Und dieser Mentor hilft über diese erste Schwelle. Das Fatale ist aber, dass der Held den eigentlichen Drachenkampf allein führen muss. Den kann ihm der Mentor nicht abnehmen. Ja. Er würde sich das wünschen. Er hat auch auf der Reise, bis er den Drachen dann trifft, hat er gewisse Gefährten, die ihn begleiten und ihn schützen und ihn anleiten. Oder er trifft das Reisemütterlein, das ihm noch den Weg weist. Oder er bekommt irgendwelche, ganz wichtig, er bekommt irgendwelche Werkzeuge oder ein für ihn geschmiedetes Schwert oder irgendetwas mit auf den Weg. Zauberstab, genau. Damit er diesen Kampf überhaupt bestehen kann. Mhm. Aber er ist dann frohen Mutes. Aber wenn er dann dem Drachen wirklich gegenübersteht oder dem Monster gegenübersteht, sind plötzlich seine Gefährten weg. Ja. Und auch der Mentor ist weg. Und er empfindet auch eine gewisse Enttäuschung, was den Mentor angeht. Er hat gedacht, er kämpft diesen Kampf gemeinsam. Mhm. Der ist aber weg. Und psychologisch betrachtet ist es tatsächlich so, dass der Drache, mit dem er kämpft, das ist übrigens auch ein Motiv, das man immer wieder beim Hobbit zum Beispiel sieht, der Drache ist unheimlich schlau. Ja. Und der Drache scheint alles über den Helden zu wissen. Mhm. Der Drache redet plötzlich mit dem. Das ist nicht irgendein Urvieh, was man nur irgendwie abstechen muss, sondern der Drache ist listig und der Drache weiß alles über ihn. Und das ist ein Motiv in der psychologischen Interpretation, dass das die ungewollten Schattenanteile und die Wesensanteile sind. Ja. Also der großartige Autor und Priester und Psychologe John Bradshaw hat mal gesagt, das sind die Hunde, die man im Keller eingesperrt hat, die man Leben lang, mit denen man sich nicht konfrontieren wollte. Das sind im Grunde die Anteile, die Schmerzen der Kindheit, die Buskierungen der Kindheit und so weiter. Von denen hat sich der Drache eigentlich all die Jahre gelabt und ernährt. Und eine Krise, es kann eine große gesellschaftliche Krise sein oder eine persönliche Krise. Und manchmal stürzen gesellschaftliche Krisen Menschen auch massenhaft in persönliche Krisen. Also ab einem gewissen Grad von gesellschaftlicher Krise wird die immer persönlich. Mhm. Wenn wir jetzt einen Blackout hätten, sag ich schon Lockout, dann würden wir alle mehr oder weniger sehr schnell in eine persönliche Krise kommen. Daher meine Empfehlung auch, in dem politischen Heldenreisebuch doch mal bei Zeiten über diese Heldenreise nachzudenken, weil wir immer mehr in Krisen reinkommen, die sehr schnell persönlich werden können. Aber um den Faden wieder aufzunehmen, der Drache, mit dem der Held dann ganz konkret kämpft, besteht aus seinen Schattenanteilen. Ja. Die müssen, eigentlich merkt man dann auch im Mythos, das ist gar nicht ein richtiger Kampf, das ist eine Art Befriedung. Und dieser Drache wird nicht getötet, sondern der wird transformiert, beziehungsweise die Persönlichkeitsanteile werden transformiert dabei. Ebenso wie der Held auch, der transformiert wird. Genau. Ja. Genau. Mhm. Und die Alternative, nicht mit dem Drachen zu kämpfen, die Krise sozusagen abzuwehren und zu sagen, ich gucke mir den nicht an, ich kämpfe nicht mit dem, ich gehe nicht in das dunkle Labyrinth, ich stelle mich dem Drachen nicht, kann bei einem bestimmten Grad von Verdrängung nur noch darin münden, dass man andere Menschen sozusagen dem Drachen zum Fraß vorwirft, im Sinne einer Projektion. Also das, was wir erleben im Sinne von Abwehr, also dass der Held sozusagen partout seine Reise verweigert. Man weiß, irgendwas buchelt da in der Höhle vor sich hin oder im Keller hat man irgendwelche Hunde eingesperrt, aber die will man weder angucken noch füttern und mit den Drachen will man auch nicht kämpfen. Dann ist das nicht aus den Augen, aus dem Sinn,
sondern diese unbewussten Anteile, die zur Psyche gehören, im Grunde beschreiben wir ja immer auf zwei Ebenen. Wir beschreiben im Außen das Heldenabenteuer, im Inneren, innerpsychisch sind das eben Psyche und Reifeprozesse und Integrationsprozesse. Ja. Und die sind nicht einfach weg, wenn man sie verweigert, sondern der Druck im Kessel nimmt immer mehr zu. Und die andere Variante, die Heldenreise sozusagen zu verweigern, den Drachenkampf zu verweigern, bedeutet, dass Druck aus dem Kessel entlassen werden muss. Und das geschieht in der Regel mit Projektion, indem man anderen Leuten etwas anhängt oder andere Leute mit den Schattenanteilen, die man selber nicht befriedet hat, belegt und die dann hasst. Und das ist gesellschaftlich nicht besonders zuträglich. Das ist eine Flucht durch Projektion, die eigenen Anteile nicht sehen zu müssen. Und dadurch wird es ja in einer Situation, die du ja auch immer wieder erwähnst, die sogenannten Angstnarrative, in denen wir uns jetzt bewegen, die Erschütterungen, die wir haben. Ich hatte aktuell dieses Buch hier gelesen, vom Verlust der Freiheit, in dem du diese Themen konkret ansprichst, die aktuellen. Unter anderem sind es die Klimakrise, die Migrationskrise und die Corona-Krise, die eine Erschütterung bei jedem von uns hervorgerufen haben und die uns tatsächlich herausgefordert haben, mitten in dieser Heldenreise nun einen Weg zu finden, um damit umzugehen. Und ein Weg ist natürlich die Projektion auf andere, nicht die Themen für sich selber anzunehmen und zu verarbeiten, sondern erstmal Schuldige zu suchen. Das ist so eine, ich glaube, auch sehr deutsche Eigenschaft, immer erstmal den Schuldigen zu suchen, als die Probleme anzugehen. Und dadurch ist es eigentlich auch eine Verdrängung, eine Ausblendung. Ja, natürlich. Also es ist klar, dass diese ganzen, dass die Krise an sich, also die, wenn man nochmal bei dem Motiv der Heldenreise bleibt, der Startpunkt ist ja der, dass der Held aus dem öden Land startet. Also der Held ist im Grunde in einer Krisensituation. Seine Gesellschaft, der geht es nicht gut oder seiner Gruppe geht es nicht gut. Alle darben vor sich hin und der Held weiß, so geht es im Grunde genommen nicht weiter. Und im Grunde ist diese große Barriere, diese Reise nicht anzutreten, natürlich Angst. Und das, was wir jetzt in diesen großen Narrativen, die du eben aufgezählt hast, alle haben, ist, dass das alles ausgesprochene Angstnarrative sind. Ja. Also wo es darum geht, dass die Gesellschaft und dass dieses Narrativ wird eben jetzt nicht mehr auf den kleinen Kreis bezogen. Früher war es eben alles noch in viel kleineren Clustern. Man hat sozusagen mehr Angst in dem eigenen Bezügen, konkreten Bezügen gehabt, ein Soziopop gehabt und so. Mittlerweile ist diese Angsterzählung global, zumindest in der westlichen Welt. Und in der westlichen Welt gibt es eben ganz große Angstnarrative, wo Menschen auch kurz geschaltet werden in diesen Narrativen. Und das sind immer außergewöhnliche Bedrohungen. Und diese außergewöhnlichen Bedrohungen haben immer eine Timeline, die unheimlich bedrohlich ist. Es dauert nicht mehr lange der Druck und so. Ne? Also es ist ein ungeheurer Druck. Ja. Und es gibt auch immer dieselben Anbieter, die sozusagen dann auch eine Lösung versprechen. Und es darf nicht hinterfragt werden. Und es darf eben nicht hinterfragen. Es ist alternativlos, weil es gibt nur eine Wirklichkeit. Diese Wirklichkeit ist ziemlich umfassend erfasst von seriösen Wissenschaftlern. Die haben das festgestellt. Da gibt es ein einiges Narrativ, so wie ganz klar war, wenn man nur an Corona zurückdenkt, das musste man sich 2 Jahre anhören, dass diese Impfungen, dass der einzige Weg aus der Krise sind. Diese Krise ist ansonsten wahnsinnig bedrohlich und sie ist lebensbedrohlich. Und die Wissenschaft hat das voll erfasst. Dies ist eine Killerseuche und die einzige Antwort darauf ist die Impfung. Und diese Impfung ist sicher und wirksam und nebenwirkungsfrei. Und wer dem widerspricht, fällt wirklich aus der Gemeinschaft heraus und wird auch ausgestoßen, darf auch ausgestoßen werden. Da kommt dann kommt der Ethikrat und alle sagen, wer diese Klarheit in der Aussage, wo sich die ganze Wissenschaft einig ist, ein Riesenproblem, das wir hier lösen können und hier ist das Angebot und wer dieses Angebot verweigert,
Das ist ein, der ist so destruktiv für die Gesellschaft, dass es sogar ethisch geboten ist, ihn auszuschließen. Und das, was sich da als Erzählung mustergültig in der Corona-Krise abgebildet hat, das gibt es in verschiedenen Clustern, auch in anderen großen Angsterzählungen. Aber die Corona-Krise hat es ungeheuer mustergültig abgebildet. Ja. Und das Schöne an der Geschichte ist, und das ist sozusagen natürlich auch das Gute für den Prozess des Aufwachens, ne? Immer mehr Helden, die sagen, jetzt mache ich mich vielleicht doch mal auf die Reise, dass sich dieses Narrativ, das so mit so einem Nachdruck gesetzt wurde und so ohne jeden Zweifel gesetzt wurde, bereits in 2 Jahren komplett zerlegt hat. Ja. Also wo man wirklich sagen kann, das ist ein Muster, das man jetzt vielleicht mal sich angucken kann, sagen kann, mit der Vehemenz und mit dem wenigen Zweifel, wie da eine Wirklichkeit kreiert wurde und dem, was jetzt vom Narrativ übrig geblieben ist, nämlich nichts außer den Häufchen in Asche, also wirklich alle großen Einzelcluster haben sich zerlegt, ob das die Inzidenzwerte sind, ob es die Übersterblichkeit damals war, ob es die Impfwirksamkeit ist, sämtliche großen Versprechen und großen als unverrückbar geltenden Narrative sind heute gekippt worden. Und zwar, das müssen wirklich auch die Leitmedien zugestehen. Es ist nicht mehr irgendwie auf irgendwelchen Schwurbler-Seiten wird darüber geraunt, hahaha, sondern große Berichte gibt es inzwischen wirklich, ob das ZDF ist oder irgendwelche Printmedien, die wirklich darüber rauf und runter berichten, dass das Ding so nicht gestimmt hat. Ja, die sind nur sehr spät dran. Ne? Aber es passiert. Ja. Und wenn man sozusagen das Muster darin erkennt, dass die Wissenschaft hat festgestellt, und da gibt es gar keinen Zweifel, ja. Das kann man ja mal ernst nehmen. Das gibt es auch in Bezug natürlich auf andere Narrative. Ja, da könnte man ja mal darüber nachdenken, ob man da einen Übertrag hinkriegt. Ja, und irgendwie sagt, vielleicht gibt es auch andere Narrative, die ebenso vehement vertreten werden. Die wechseln sich ja auch wunderbar ab. Genau. Wo man dann sagt, ja, wir sind gerade auf dem einen raus, jetzt stecken wir den nächsten drin. Und auch diesen Absolutheitsanspruch an eine wissenschaftliche Aussage, die überhaupt keine anderen Meinungen mehr zulässt, das ist ja eigentlich das Unwissenschaftlichste, was es überhaupt gibt. Denn die Falsifizierbarkeit findet nicht mehr statt. Der Diskurs, die Debattenkultur, wie es ja so schön heißt, fand nicht mehr statt. Es gab nur eine Richtung. Und das hatte mich damals wirklich erschüttert, dass das in so kurzer Zeit möglich ist, dass es nur noch eine wissenschaftliche Meinung gibt. Die Wissenschaft lebt ja vom Experiment und vom Scheitern, Neuversuchen. Und so ist es. Die Besten müssten an einen Tisch und müssten dann sich austauschen und sagen, wie bekommen wir denn für die Gemeinschaft die beste Lösung? Und das ist völlig weggefallen. Und ich habe nicht gedacht, dass das nochmal so möglich ist, weil es ja offensichtlich ist, die Hintergründe. Die liegen ja klar auf der Hand. Und das war eben so, dass man damals gesagt hat, ja, das sind alle Schwurbler, Verschwörungstheoretiker. Wir kennen ja diese ganzen Dinge, die dann folgten. Und das hat natürlich auch viele gelähmt, weil sie gesagt haben, ich kann es nicht begreifen, dass das überhaupt so offen durchgezogen wird. Und das ist natürlich eine Geschichte, da wird ja jeder irgendwo zum Held, wenn man jetzt sagt, Krise ist vielleicht auch eine Chance zu sehen. Es liegt alles offen da. Und wie kommen wir da wieder raus? Indem wir wieder in Dialog kommen. Indem wir, und das ist immer gerade über das große Thema, können wir einander verzeihen? Können wir einander uns wieder zubewegen, die sich mittlerweile gespalten haben? Und das ist ja nun auch, die nächsten Krisen, die stehen ja schon an. Wir wissen ja auch gar nicht, was noch kommt. Aber ich habe das Gefühl, wir kommen da gar nicht mehr raus. Es folgt eine Krise auf die andere. Und wir haben keine Perspektive für uns selber, diese Heldenreise irgendwo wieder abzuschließen. Weil wir ständig unter Angst stehen. Ja, also ich glaube ja nicht, dass man das sozusagen politisch, jeder nun die Heldenreise vollzieht und so. Das ist natürlich eine hoch individuelle Frage, ob jemand an diesen Punkt kommt und die Reife hat, diese Geschichte mitzumachen. Was du eben sagtest, wie kann das angehen mit Corona und so?
das ist natürlich, da würden wir jetzt wirklich auf ein Nebengleis kommen, mhm. weil das natürlich wahnsinnig klug vorbereitet war von unheimlich langer Hand. Du weißt ja, ich habe noch ein Buch zwischengeschoben zwischen dieser Trilogie mhm. Und habe ein Buch über die Impfung geschrieben ja. auf dem Gipfel der Krise. Und ich bin da ziemlich tief in das Thema eingetaucht, aber das würde uns hier, glaube ich, wirklich mhm. auf ein Nebengleis kommen. Vielleicht nur so viel, dass die Geschichte sehr, sehr klug war, sehr, sehr lange vorbereitet wurde, modelliert wurde anhand der Schweinegrippe 2009. Man hat da schon mal ein paar Testballons losgelassen. Man hat gesehen, wie es nicht funktioniert. Und man hat sozusagen die Schlüsselstellen, nämlich die Einigkeit der Presse und das Narrativ so zu überziehen mit so einem großen Angstnarrativ, dass sozusagen der Widerspruch viel zu gefährlich ist, als dass man ihn zulassen kann. Und man hat gleich am Anfang der Krise gab es namhafteste Wissenschaftler, die den Finger gehoben haben und gesagt haben, das erschließt sich alles nicht, die Zahlen stimmen alle nicht und so. Da hat man 3-4 Exempel statuiert, hat die Leute brutal kalt gestellt. Und dann haben sich natürlich alle anderen 3-mal überlegt, das auch so zu machen. Und wie man das modelliert hat und wie man es auch am Ende geschafft hat, das so durchzuziehen, das greife ich tatsächlich auch jetzt in meinem aktuellen Buch nochmal auf. Mhm. Da gibt es einfach eine bestimmte Choreografie, wie man das macht. Also, dass man in jedem Land einen omnipräsenten Fachmann hat, der die Medien komplett dominiert. In Deutschland war das Drosten, der auch als einziger seriöser Ansprechpartner gilt und der auch als einziger Berater der Regierung erstmal auftritt. Das kann man machen, das kann man einstielen. Und es gibt einige geleakte Dokumente, die auch klar machen, warum das so war und wie man das gemacht hat. Ja. Und man kann eben mit diesem Angstnarrativ, wenn man die ersten Wochen massiv als Angstnarrativ setzt und bebildert. Und die Bilder waren Hammer. Bergamo. Die haben wirklich Angst gemacht. Ja. Da hat man sich sozusagen eine Blase freigeschaufelt, wie so ein Impuls, in dem man sich reinentwickeln kann, in dem man unheimlich Boden gut machen kann und in dem so schnell nichts mehr anbrennt. Mhm. Und wo man wirklich sagen muss, dass die Sachen, die nachher sukzessive alle rausgekommen sind, die hingen immer hinterher. Und konnten immer wieder mit diesem einfachen Mechanismus, dass die auch wirklich super seriöse Leute, die immer auch zwischendurch in der Krise, ob das Professor Schrappe waren, verschiedene andere Leute, die es immer ab und zu mal in den Fernsehen geschafft haben, die wurden dann in den sogenannten Schwurblerkreisen geteilt. Und dann kam es zu so einem Automatismus, dass die Leute dadurch schon kaltgestellt waren. Also indem man hat natürlich erst kritische Bürger als Aluhutträger, Idioten, Schwurbler und so weiter geframed. Mhm. Dann gab es kritische Wissenschaftler, die sich zu Wort gemeldet haben, wurden in diesen Kreisen geteilt. Mhm. Und als Backflash sozusagen hat man gesagt, naja, die werden in den und den Schwurblerkreisen geteilt. Da seht ihr ja, was das für Leute sind, brauchen wir überhaupt nicht ernst. Ja, das war die Kontaktschuld. Genau. Das folgte eben darauf die sogenannte Cancel Culture. Genau. Und ja, das, was wir nun als Situation sehen, ist, dass wir eine Gesellschaft haben, die immer mehr in Spaltung kommt. Und ein Bürger, und da nochmal auf deinen Titel zu kommen, ist jetzt auch, ich sag mal, nicht mehr der Souverän, der er vielleicht früher war. Denn auch Souverän ist ja nun der Untertitel, ist ja der Untertitel vom Untertan zum Souverän. Das ist ja nun eine Entwicklung, wo ich vielleicht auch wieder den Bogen schlagen möchte zur Heldenreise. Was ist nun die Heldenreise des Bürgers in diesem Kontext? Wie kommt der Souverän wieder raus? Wie kommt er zurück? Ja, wir haben natürlich eine Bewusstseinskrise, wir haben aber auch eine weltanschauliche Krise. Und die, also es dauert, glaube ich, ganz, man muss schon sehr weit mit sich auch, wie soll man sagen, einen gewissen Reifeprozess haben, um überhaupt denken zu können, überhaupt zulassen zu können, dass das, womit ich aufgewachsen bin, also das Märchen, ich bin westsozialisiert, und das Märchen der funktionierenden Westdemokratie war eigentlich, und da habe ich wirklich ganz lange dran geglaubt, das war immer das, dass man aus einer sehr, also man kommt aus einem totalitären System, Deutschland hat 2 totalitäre Systeme gehabt, mit einem ungeheuren Propagandaapparat
Und das hat eben in die bekannten, in die bekannten Wege geführt. Die Leute waren verfolgt. Also wenn man sich anguckt, wie Matthias Dess mit Massenbildung beschreibt und so weiter. Die Leute waren indoktriniert, die waren hypnotisiert und das Ganze endet in einer Totalität. Aber das wird immer historisch gesehen. Ja. Dann ist das Volk mehr oder weniger aufgewacht und Deutschland hat sich zu einem freien westlichen Land entwickelt, zu einer freien Demokratie mit einer absolut freien Medienlandschaft, die um die beste Meinung kämpft. Und diese freien Medien bilden sich auch, wenn vor einer Wahl Entscheidungen zu treffen sind, werden Vertreter aller Positionen zu einer Talkshow eingeladen, werden von einem vollkommen neutralen Moderator, darf jeder seine Meinung vorstellen und die Presse ist frei und kritisiert auch die Politik. Mhm. Und am Ende ist der Bürger so souverän, dass er sich eine Meinung bilden konnte und dann sein Kreuzchen macht. Und so gibt es immer mal Wellenbewegungen, mehr nach rechts, mehr nach links, aber am Ende tariert sich das aus und wir leben in einer freien Gesellschaft, wo der Bürger der Souverän ist und entscheidet, welche Regierung an die Macht kommt. Ja. Das ist so die große Erzählung, mit der ich aufgewachsen bin, an die ich lange geglaubt habe. Natürlich. Und brav zur Wahl gegangen bin und früher eben auch sehr eher links und grün gewählt habe und so. Und dann kommen irgendwelche gesellschaftlichen Prozesse, die einen dann hoffentlich irgendwann mal so reif werden lassen, dass man merkt, diese ganze Geschichte funktioniert so nicht. Diese ganze Erzählung funktioniert auch so nicht. Und es gibt im Hintergrund offensichtlich Mächte, die bestimmte Sachen ausgepreist sind, also die man einkalkuliert hat, dass es zum Beispiel sowas gibt wie die AfD oder die Linken oder die Rechten und so weiter, das gehört alles zum Spiel. Ja. Aber unterm Strich ändert sich nicht wirklich was. Und ich weiß nicht, welcher Politiker das war, ob das Seehofer hat das, glaube ich, mal gesagt. Die politisch aktiv sind, dürfen nichts entscheiden. Und Seehofer war das. Und die entscheiden, sind politisch nicht aktiv. Ja. Das hat er wohl irgendwann mal gesagt, nachdem er 2 Bier getrunken hat oder so. Ich weiß es nicht. Mhm. Aber das tatsächlich das Ganze mehr oder weniger eine Farce ist, dass tatsächlich der Bürger nicht souverän ist und dass im Hintergrund eine ganz andere Agenda läuft, da muss man sich erstmal hinentwickeln. Das muss man auch erstmal zulassen, dass das vielleicht so sein könnte. Und das, was wir momentan erleben, ist im Grunde gar nicht so schwer zu verstehen. Das habe ich vom Verlust der Freiheit ja beschrieben. Es taucht ein neues Narrativ auf, das ganz offiziell diesen demokratischen Prozess abmoderiert und sagt, also wer es da noch geglaubt hat, schön und gut, aber es taucht ein Motiv auf, das sagt, Leute, die Probleme sind so groß und so global und das ist so gefährlich und das geht so schnell, dass wir eigentlich mit dieser Demokratieerzählung sowieso an unsere Grenzen kommen. Das funktioniert alles gar nicht wirklich. Mhm. Und wir müssen ein neues System erfinden, das wissenschaftlich abgesichert uns aus diesen Krisen herausführt, das über supranationale Organisationen Entscheidungen trifft, zum Segen aller. Ja. Und indem wir eigentlich diese einzelnen demokratischen Entscheidungen gar nicht mehr abgreifen können, weil die sind viel zu langsam und viel zu national gedacht. Wie die WHO zum Beispiel. Wie die WHO. Oder die UN oder eben diese ganzen supranationalen, völlig neutralen Organisationen. WEF. WEF, die natürlich eben nicht. Naja, WEF, dem könnte man ja nun, das ist keine supranationale Organisation. Aber das WEF zieht die Strippen in die supranationalen Organisationen. Das ist nochmal was anderes. Ja. Aber man sieht, dass diese technokratische Erzählung, die sich langsam durchsetzt, die ist kein Geheimnis. Also das demokratische Verständnis vom souveränen Bürger wird von höchster Stelle abmoderiert mit den Noterzählungen. Also mit den Angstnarrativen wird die Demokratie abmoderiert. Und das funktioniert. Ja, siehe Corona. Ja, wir hatten ja auch schon eine Vorlaufzeit. Ich erinnere an Mutti Merkel, die gesagt hat, wir schaffen das alles. Wir haben alles im Griff. Allein dieses, vielleicht etwas liebevoll gemeinte, diese Betitelung Mutti heißt ja schon,
die Gesellschaft wird immer mehr infantilisiert. Das heißt also, wir konsumieren, wir sind ruhig. Die, wie du gerade sagst, die Probleme sind so komplex, dass sie einfach nur von Experten gelöst werden können. Und da kann der einzelne Bürger als Souverän eigentlich auch gar nicht mehr selber irgendwo etwas drehen, sondern wir müssen nur abwarten, bis die Entscheidungen von oben kommen. Und das sind die richtigen Entscheidungen. So ist es. Und das Gemeine an einer Technokratie ist ja, oder an dieser Wissenschaftsgläubigkeit ist ja, das hat ja C.J. Hopkins auch ausgearbeitet, dass im Grunde genommen es sich um eine ideologiefreie Ideologie handelt. Das hat Gunnar Kaiser auch in seinem Buch ausgeführt, Der Kult, dass das Immunsystem der Gesellschaft auf diesen Angriff überhaupt nicht eingestellt ist. Also weil, wenn wir es, wenn sozusagen die Agenda, die dahinter steht, es schafft, das als objektive, einige und einzige Meinung zur Lösung global bedrohlicher Probleme auszugeben. Also wir haben eine riesen globale Krise durch ständiges Wiederauftauchen von supergefährlichen Viren, die man vorher so nie gesehen hat, die aber auch mit dem Klimawandel zusammenhängen und dass der Mensch eben die Erde so verändert hat, dass wir jetzt mit ganz exotischen gefährlichen Viren konfrontiert sind, die auch in Intervallen immer wieder die Menschheit angreifen werden. Gleichzeitig haben wir es mit der größten Klimakatastrophe zu tun, die wir abwehren müssen. Und wir haben es mit Verteilungsproblemen zu tun, wir haben es mit Überbevölkerung zu tun. Die Angst vor Überfremdung. Mit was? Die Angst vor Überfremdung. Die Angst vor Überfremdung auch. Die viele, viele haben. Ja, ja, sicher. Also es gibt eben diese ganzen Erzählungen und für die gibt es nur geschlossene wissenschaftliche Meinungen. Ja. Die sind überhaupt nicht an der Ideologie, die sind nicht rechts oder links, diese Meinung, sondern die ist einfach objektiv. Das Einzige, was man tun kann, wenn man weiß, diese Klimakrise ist anthropogen verursacht und es geht nur ums CO2. Es gibt wahrscheinlich noch 150 weitere Faktoren, die spielen aber keine Rolle mehr im wissenschaftlichen Bild, sondern das Einzige, worum es nur geht, ist CO2. Ja. Und das ist eine Meinung und da gibt es die und die und die Lösung. Genauso mit den Viren. Man kann gegen Viren nichts machen, außer Impfung. Und das, die neueste Technik und die beste Technik ist mRNA. Mhm. Und die alten Geschichten sind alle überholt und viel zu langsam und so weiter. Und das heißt, es gibt so nachhaltige Positionierungen, die so wenig hinterfragt werden dürfen, dass sich das auch nicht mehr in rechts und links und Weltanschauung oder irgendwie aufspaltet. Und das ist das, was C.J. Hopkins sagt, was Jochen Kirchhoff sagt, Gunnar Kaiser sagt, dass diese Art von Erzählung, die sozusagen ein vollkommen anderes Weltmodell etablieren will, nämlich die Technokratie und im Zuge dessen den Transhumanismus. Ja. Stichwort der Kult ist natürlich etwas Pseudo-Religiöses, genau. Was eine quasi Erlösungstechnologie. Absolut. Ja. Absolut. Ja. Also es ist auch zwangsläufig so, dass man nur zu diesen Schlüssen kommen kann, wenn man ein lupenrein materialistisches Weltbild hat. Dann muss der Mensch sich eben mit dem Stand, den er hat und seiner Wissenschaft gegen diese Dinge wehren. Was anderes hat er ja nicht. Es steckt ja mehr dahinter. Ich möchte, weil das Format ja Ars Vivendi heißt, Lebenskunst, also wie halte ich nun im Moment die aktuelle Situation aus? Und weil dieses Format sich ja auch mit Spiritualität und die Perspektive darauf befasst, wo wir gerade bei Kult, pseudo-religiösen Komponenten dabei sind, ein wenig darauf hinaus, dass diese Technologie, dieser Transhumanismus ja eigentlich ein Erlösungsversprechen ist. Wir haben Gott überwunden, Nietzsche hat gesagt, wir haben Gott getötet. Was bleibt? Wir glauben an die Wissenschaft. Wobei ich die Wissenschaft immer in Anführungsstriche setze. Und der Transhumanismus geht in die Richtung, wir haben die Lösung durch Technik völlig entseelt. Dabei bleibt die Natur auf der Strecke. Auch die spielt nur eine Rolle, dass sie uns nützt. Also eigentlich eine, so wie sie sich vielleicht auch selber sehen, als übersteigerte Aufklärer. In der Aufklärung war der Wald eigentlich mehr oder weniger eine Baumressource, aber entseelt. Wirklich nur noch Material zum Verwerten.
Ist das nicht auch, und ich finde diesen Gedanken interessant zu verfolgen, auch irgendwo so eine, so ein, hat das nicht so einen gnostischen Unterbau? Dass man sagt, es ist irgendwo auch pseudo-religiös verpackt, dass es irgendwo auf eine Erlösung des Menschen hinsteuert, dass wir sagen, wir brauchen auch irgendwann unsere Körper gar nicht mehr. Wir steuern auf eine Singularität hin, wie Ray Kurzweil das ja beschreibt. Also man kann das gar nicht anders denken, als dass natürlich der gesamte Transhumanismus diesen Erlösungsgedanken permanent transportiert. Mhm. Das ist total klar. Es ist sozusagen, es ist auch vollkommen folgerichtig, das, was dabei rauskommen muss, wenn man ein lupenrein materialistisches Weltbild hat, also wenn man wirklich glaubt, dass Bewusstsein an Materie gekoppelt ist, mhm, und that's it, und auch beliebig ist, also sich im Grunde beliebig entwickelt hat im Universum als fast schon ironisches Beiwerk von Materie, also es hat keinen Sinn, es hat keine Richtung, es hat keine Entwicklung, kein Ziel, dann gucken wir eben nur aus diesen Augen, wir sind hier an Materie gebunden und wenn diese Materie zerstört ist, ist auch die ganze Geschichte zu Ende. Und dann ist auch, dann gibt es auch keinen danach und es gibt auch keinen davor. Wenn man das glaubt als Materialist, bleibt man immer noch Mensch, der Schmerzen hat, der mit Krankheit dealen muss, der linear in die Zeit gesetzt wurde und um seinen Tod weiß. Und umso älter man wird, das können junge Menschen oft gar nicht so verstehen, aber Menschen, die älter geworden sind, die Menschen haben sterben sehen, nahe Angehörige sind gestorben. Man hat vielleicht mal eine schwere Diagnose bekommen, wie ich damals mit 38. Und man hat sozusagen, man ist mit dem Tod konfrontiert worden. Das sind eben so klassische Motive, die der geniale Psychiater Viktor E. Frankl gesagt hat, die tragische Trias des Menschen, der keiner entkommt. Also Schuld, Leid und Tod. Mhm. Und diese Trias von Schuld, Leid und Tod, die wird einem immer bewusster, umso älter man wird. Also die Einschläge kommen immer näher. Und das macht eine ungeheure Bruskierung der Seele aus. Also die Seele, die ich jetzt mal unterstelle, dass man sie hat, die Materialisten denken, das ist die Psyche, kann diese Form von Bruskierung schwer aushalten, dass man schwerst krank werden kann, in seinen Körper eingesperrt ist, vielleicht gelähmt wird oder Krebs bekommt oder sterben muss, darauf muss es Antworten geben. Mhm. Und der Transhumanismus liefert diese Antworten, indem er das Angebot, also auf der materialistischen Ebene, das Einzige, was der Materialist machen kann, ist zu sagen, wir sind so tief eingedrungen in diesen Algorithmus und in diese Maschine, die der Körper letztlich ist im reduktionistischen Sinne. Es wird eben alles reduktionistisch betrachtet, als kleines Räderwerk, das da irgendwie mechanistisch logisch funktioniert und als Algorithmus, Bewusstsein ist auch nur ein Algorithmus, der da abläuft. Da sind wir so nah dran und so tief eingetaucht, dass wir Antworten auf diese bruskierenden Fragen haben, die ich eben ausformuliert habe. Mhm. Wenn wir richtig fit sind nachher in der Manipulation des menschlichen Genoms, können wir das so lupenrein machen, dass der Mensch nicht mehr krank wird. Wir können Überwesen erschaffen, die nicht mehr krank werden. Das ist ein wahnsinniges Versprechen. Mhm. Ja. Wenn wir noch tiefer eintauchen und wir schaffen das, und das sind Sachen, die Klaus Schwab und viele andere Leute massiv behaupten und fördern und unterstützen oder Noah Harari oder so. Wenn wir das schaffen, eine Schnittstelle zu bauen zwischen unserem Gehirn, denn das ist ja nur ein Algorithmus. Und Noah Harari sagt, spielt überhaupt keine Rolle, ob dieser Algorithmus auf Siliziumbasis läuft oder auf Kohlenstoffbasis. Das ist nur ein Computer. Und wenn wir das mal raus haben, diese Nullen und Einsen, die dann in unserem Gehirn ablaufen, abzusaugen, dann ist auch der Tod obsolet. Also wir können unser Bewusstsein hochladen in eine Cloud und beide großen Versprechen, die Genoptimierung des Körpers, der nicht mehr krank wird, und der Upload unseres Bewusstseins in eine Cloud, sind zutiefst spirituelle Antworten in dem Sinne, als Surrogat, die ich als Materialist nur so geben kann. Wo ich sagen kann, Leute, haltet noch ein bisschen durch.
wenn die Wissenschaft weit genug ist, gibt es eine Impfung und ihr werdet nicht mehr krank. Und wenn sie noch weiter ist, können wir das Bewusstsein uploaden und ihr müsst nicht mehr sterben. Dass das im Kern der absolute Erlösungsgedanke ist, ist total klar. Und der heutige Ketzer ist der, der diesen Erlösungsgedanken im Grunde wieder kaputt macht, indem er sagt, glaube ich nicht dran, ich glaube nicht, dass es funktioniert. Und der Wissenschaftskritiker, der da dran rumpult und sagt, das wird nicht funktionieren und dieses und jenes, ist im Grunde genommen ein für die brüskierte materialistische Seele ein ungeheurer Spielverderber. Ja. Ja, ich meine, man kann ja auch diesen Weg nur begehen, wenn man zumindest um die Hintergründe weiß, was ist Leben, wie funktioniert das und was ist der Tod. Und dann kann man seinen Gedanken, den man früher im alten Griechenland Hybris nannte, vielleicht auch in eine Richtung bringen, die funktionieren würde. Aber wir tappen da ja wissenschaftlich und auch philosophisch, auch theologisch im luftleeren Raum. Wir haben nichts, woran wir uns in Wahrheit festmachen können. Es wird uns aber suggeriert, dass wir es könnten und dass es Wege gibt, herauszufinden, wie Leben funktioniert. Und das ist schon doch sehr größenwahnsinnig. Absolut. Ja. Aber Wege gibt es tatsächlich. Es gibt tatsächlich Wege, mit der man die brüskierte Seele befrieden kann. Mhm. Das gibt's. Ja, Heilsversprechen. Aber wo bleibt, und da frage ich mich eben, wo bleibt dann tatsächlich die Verbindung zu unserem ureigensten Wesen, zu unserem nicht nur Seele, sondern auch Geist, Körper? Und wir wissen, das ist alles Schwingung. Also es ist eben nicht, es ist antimaterialistisch in dem Sinne, dass wir Energie sind. Und diese Energie, die hat noch keiner in den Griff bekommen. Ne? Das also, weißt du, lieber Axel, ja. Aber das ist jetzt, glaube ich, nicht Konsens. Also das ist so, ja, also ich glaube das auch. Aber wir kennen Heisenberg, wir kennen das Doppelspaltexperiment, ja, Welle, Teilchen, der Beobachter, es gibt manipuliert. Das ist mir auch klar. Das aber, Ergebnis, ja. Auf der Ebene, die sich jetzt durchgesetzt hat, gilt das nicht. Ja. Da gilt das alles nicht. Mhm. Und mein Plädoyer ist ja, dass du die Menschen nicht wirklich intellektuell kriegst. Also du kannst natürlich, man könnte, deswegen habe ich etliche Bücher, habe mich mit Physik beschäftigt und so, weil man natürlich, glaube ich, auch über das Denken den Dreh kriegen kann, indem man sich wirklich mal mit Quantenphysik und verschiedenen anderen Realitäten beschäftigt und merkt, naja, der ganze Materiebegriff ist eigentlich albern, so wie wir ihn benutzen und so. Ne? Also du kannst über das Denken schon eine Menge machen. Ja, aber macht man nicht noch mehr über das Fühlen? Dass man sagt, das läuft so nicht. Ich empfinde, das geht in eine zutiefst falsche Richtung. Ich mache emotional da schon nicht mit, weil ich mich überhaupt nicht von meinen Empfindungen her an diese Richtung anbinden mag. Das sind ja meine Empfehlungen. Also meine Empfehlungen sind ja die, dass man findet das natürlich auch toll, dass man es über das Denken aufbohrt und hat hier und da einen Exkurs über Physik oder so. Das kann man versuchen. Aber meine Empfehlung ist ja eine ganz andere. Das sind ja die auch, da muss ich wieder an Viktor Frankl denken, der einerseits diese tragische Trias beschreibt und wirklich sagt, dem entkommt keiner. Schuld, Leid und Tod entkommt keiner. Und auch egal, wie oft man geimpft ist, wie reich man ist oder wie man sonst wie lupenreiner Materialist ist. Mhm. Spätestens auf dem Totenbett stellt man sich Fragen, über den eigenen Lebensentwurf, ob man den verfehlt hat, darüber fühlt man sich vielleicht schuldig oder man hat anderen Menschen etwas angetan. Es gibt, das ist das, was Viktor Frankl sagt, es gibt innere Instanzen, die zum Menschsein gehören, die in ihn eingeboren sind, von Gut und Böse, ein Gefühl für Gut und Böse und ein Gefühl für richtig und falsch. Ja. Das, was heute sozusagen abgesprochen wird. Mhm. Und die erzeugen diese Sinnfrage, Viktor Frankls Hauptpunkt, dass der Mensch ohne den Sinn zu befrieden angesichts seines Todes niemals glücklich wird. Und die erzeugen die Schuldfrage und die Angst vor dem Tod. Und Frankl sagt, es gibt im Grunde nur drei Ebenen, auf denen die Erfahrung, also nicht das darüber nachdenken, sondern die Erfahrung dich aus dieser Spirale rausholt. Ja. Und das ist
authentisches Naturerleben. Also du kannst im Kontakt mit der Natur barfuß in der Ostsee stehen oder einen Hund streicheln oder so, tatsächlich so beschenkt werden, so geflasht werden von die Natur, die sich sozusagen in dich zurückspiegelt, kann dich transformieren. Die kann, oder ein Waldspaziergang oder so. Ein Waldbad. Mhm. Das kann dich wirklich transformieren. Deswegen ist Naturerleben ganz oben. Ja. Das zweite, mein Thema, der authentische kreative Akt. Mhm. Das heißt, du erlebst dich im Werkschaffen als ein anderer. Da erlebst du, dass etwas durch dich durchwirkt, das du nicht beschreiben kannst und das ein heiliges Element hat und indem du eine andere Sicht auf die Dinge entwickelst. Das ist früher die Genien, die dich durchdringen. So ist es. Und das kannst du nicht, das kannst du jemandem auch nicht vermitteln, der das nicht macht. Also der nicht in diesem, das ist nämlich ein Kampf, ein kreativer Kampf und das Ego will das nämlich alles gar nicht. Das Ego will die Kontrolle behalten. Und in dem Moment, wo dein Ego tatsächlich, wo das ist ja der Punkt, wenn du vom Handwerker zum wirklichen Künstler wirst, muss dein Ego sterben im kreativen Prozess. Ansonsten wiederholst du ständig nur den ewig selben Kram, den andere Leute vor dir gemacht haben. Ja, es ist wunderbar, dass du das jetzt ansprichst. Ich war heute auf einem Seminar und noch gestern bei Martin Uhlemann, der das zum Thema hat, dass wir hauptsächlich damit beschäftigt sind, dass das Ego dem inneren Kind gegenüber die Verletzung nehmen will, indem das Ego versucht, den Schmerz des inneren Kindes zu vermeiden. Und das geht immer hin und her. Und dass das verletzte innere Kind in Kontakt kommt mit dem Erwachsenen in uns, der quasi geheilt ist von diesen ganzen Angstnarrativen, von dem Ausblenden, von dem ich will das nicht hören, von den Konjunktiven, all diesen ganzen Ablenkungen, die uns natürlich auch durch das Außen immer wieder von uns selber entfremden und entfernen, dass wir bereit sind, das innere Kind zu sehen und das Ego quasi auszublenden. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt für Heilung. Ja, für Heilung und für Kreativität. Also das nämlich genau an der Nahtstelle tatsächlich was Neues entsteht. Ne? Hm. Und Heilung und Nachreifung. Also im Sinne von tatsächlich den Prozess der Individuation, das, wo die Heldenreise am Ende mal drauf hinausläuft, dass ein anderer, ganzerer Mensch dabei rauskommt, der sozusagen seine inneren Wesensanteile befriedet hat, Freundschaft mit dem Drachen beschlossen hat, sein inneres Kind befrieden kann, nachträglich dem inneren Kind geben kann, was es vielleicht 40, 50 Jahre vermisst hat und so weiter und so fort. Dann löst sich das Trauma auf, man entwickelt ein anderes Verhältnis zu den Eltern, man entwickelt ein anderes Verhältnis zur Welt und so weiter. Das ganze Ich-Selbst-Welt-Verhältnis ändert sich kolossal und so weiter und so fort. Ne? Diese Heilung, diese Transformation führt letztendlich auch zu dem Erwachsenen, zu einer erwachsenen Persönlichkeit, die quasi ausgestiegen ist auf diesem ganzen Drama-Dreieck, auf dem ganzen Spiel, Retter, Täter, Opfer. Und dann bist du nämlich, um den Bogen da zu schließen, wieder beim souveränen, mündigen Bürger, der für sich selber ansteht, der für sich selber denkt und der für sich selber auch handeln kann. So ist es. Und es dann auch aushält, wenn ihm die Äxte um die Ohren gehauen werden. Genau so ist es. Und die besondere Tragik ist natürlich die, dass sich die meisten, das ist sozusagen das, was ich auch wie ein roter Faden durch meine Bücher ziehe, die meisten Menschen, die sich zu früh, das ist ja die These von Jordan Peterson, die Leute, die sich sozusagen zu früh politisch engagieren, ohne diesen Prozess durchlaufen zu haben, im Grunde auf politischer Ebene ihre Ängste ausagieren und alles natürlich noch schlimmer machen, indem sie Zielkonflikte nicht mitdenken, indem sie alles ganz besonders richtig und gut machen wollen und so weiter. Ne? Also eben klassische angstgetriebene narzisstische Persönlichkeit, die politisch besonders aktiv ist und sich also über bestimmte Mechanismen in der Gesellschaft auch besonders nach oben spielt. Mhm. Also Viktor Frankl hat gesagt, es gibt Mechanismen, dass die Unanständigen immer nach oben kommen. Mhm. Und im das Grunde genommen, Prinzip ist ja auch richtig, ähnlich, ne? Genau. Ja. Und dann im Grunde genommen die Gesellschaft immer mehr prägen und die Gesellschaft wird natürlich immer panischer. Ja. Bis es nachher kollektiv zur Zündung des Massenphänomens kommt und so weiter. Ne? Unreife Menschen, die uns regieren, die ihren Narzissmus ausleben. Und die Ängste verstärken. Ja.
Und da kommt es natürlich zu einer Rückkopplung. Mhm. Und am Ende läuft das ganze Ding dann immer auf eine totalitäre Gesellschaft hinaus. Ja, und das ist, was Jordan Peterson meint mit dem Spruch, räum erst dein Zimmer auf, bevor du die Welt rettest. Und das ist genau mein Thema. Ja. Ja. Das ist genau mein Thema. Also nur weil ich vorhin diese drei Punkte ganz erwähnen wollte, die Viktor Frankl sozusagen ausmacht, in der man das transformieren kann, auf welchen Ebenen man das erleben kann. Mhm. Also Kontakt, authentisches Naturerleben, ja. Kreativer Akt und Transformation von Leid. Das ist ein ganz großes Thema. Mhm. Das ist sozusagen die dritte Ebene, auf der man sich transformieren kann. Natürlich will man das nicht, niemand will leiden, aber man kann auch Leid, im Leid, Kontakt aufbauen zu diesen Ebenen, die einem vorher gefehlt haben. Mhm. Deswegen ist auch der Leid- und der Krise-Gedanke und Krisencharakter unbedingt nötig, ja. Um die Verhärtungen aufzubrechen, mhm. mit der man sich eingerichtet hat und mit der sich das Ego sozusagen Leben lang eingerichtet hat. Denn freiwillig macht das keiner. Also wenn man nicht an diese Leidensprozess kommen würde, an diese Grenzen kommen würde, würde man freiwillig diesen Prozess nicht machen. Mhm. Durch das Leiden? Nur der Vollständigkeit. Ja, ja. Ja. Das Leiden ermöglicht Entwicklung. Und es ist ein Prozess, eigentlich kommt er ja immer, weil Psyche ist ja der griechische Begriff für Seele, diese Transformation immer wieder durch, von der Raupe zum Schmetterling. Und während die sich nun im Kokon bewegt, ist sie Matsch. Also die Moleküle verändern sich komplett. Genau. Und im Moment habe ich das Gefühl, wir sind Matsch, wir bewegen uns innerhalb dieser Transformation, aber auch in einem ganz entscheidenden Prozess, nämlich den Prozess des Loslassens. Die Raupe, die fragt ja nicht, kann mir mal jemand erklären, wie ich nachher als Schmetterling überhaupt zurechtkomme? Kann mal ein Schmetterling kommen und mir mal von seinen Erfahrungen berichten? Das ist überhaupt richtig, was ich jetzt hier tue, mich in einen Kokon einzuwickeln. Und das ist so das schöne Bild. Tiere sind einfach. Die müssen nicht groß darüber nachdenken. Und das ist vielleicht das Authentischste, was man erleben kann, einfach nur zu sein. Und das nicht immer wieder intellektuell zu zerpflücken, sondern einfach wieder ans Spüren zu kommen. In die Mitte, in seine eigene Stille zu kommen, die auszuhalten, die ganze Kakophonie einmal wegzublenden, die uns ja auch wirklich um die Ohren schlägt. Das sind ja so Modelle, wo es ja immer wieder im Moment die Frage im Raum steht, sind wir schon bei Schöne neue Welt oder sind wir eher bei Orwells 1984? Und wir werden ja permanent bombardiert, nicht nur mit medialem Input, ne? 27.000 Sender. Und darüber hinaus kommen nun auch noch die ganzen Angstnarrative, die uns in eine Erstarrung bringen und in eine Überforderung, die uns einfach nicht mehr selber handeln lassen. So ist es. Aber das ist natürlich schon wirklich ein Gesamtkunstwerk. Also dieses Gaslighting, was läuft, und diese wahnsinnige Tempo, mit der Angstnarrative vorangetrieben werden, aber auch das Medienangebot und so weiter, das ist wirklich schon ein Gesamtkunstwerk, das auf den Menschen da einprasselt und das absolut darauf angelegt ist, dass diese drei Punkte, die ich beispielsweise aufgezählt habe, alle nicht, zu denen kommt man gar nicht mehr. Ja. Also es ist sozusagen, man ist tatsächlich hypnotisiert. Mhm. Also das ist ja eben die Voraussetzung für diese Massenbildung. Das ist auch eine Massenhypnose. Ja. Und man legt es offensichtlich darauf an, dass der Mensch nicht mehr lernt, wie er atmet, wie er da ist, wie er in seinen Körper reinfühlt, wie er Natur erleben haben kann, wie er sich als authentisch kreativ erlebt und so weiter. Denn dafür braucht man natürlich ein ganz anderes Tempo. Man braucht Ruhe, man braucht Muße und alles ist darauf angelegt, das Ja nicht mehr zu erleben. Und das Ganze ist natürlich eine ungeheure Suchtspirale. Weil in dem Moment, wo man den Menschen von diesen Dingen abhält, durch dieses Tempo, das die Gesellschaft sozusagen vorlegt, entfremdet der Mensch sich so, dass er immer mehr kompensieren muss und immer noch mehr nachlegen muss an Reizen, also äußeren Reizen, ablenkenden Suchtreizen.
weil dieser Kontakt zu sich selbst irgendwann tatsächlich gefürchtet wird. Das ist nicht so, dass man dann sagt, oh, jetzt freue ich mich aber mal drauf, mich mal ganz mit mir alleine zurückzuziehen und ein einsames Waldspaziergang zu machen oder ein Buch zu lesen oder einen langen Strandspaziergang zu machen. Das ist bedrohlich. Das oder ist einfach nicht, nur zu atmen. Oder nur zu atmen, genau. Oder nur mal in den Körper reinzufühlen. Das wird als Bedrohung wahrgenommen. Es ist kein Luxus, den man sich gönnt, sondern es ist eine Bedrohung, die man vermeiden muss. Und dementsprechend schließt man eben noch ein Abo ab und noch ein Netflix und noch ein irgendwas. Hauptsache, man kommt nicht zum Nachdenken. Ne? Ja. Aber die Konzepte, die du erwähnt hast, also die drei von Frankl definierten Lösungen, sind zumindest ein Weg, um sich selber auch wieder in die Stärke zu bringen, in die Mündigkeit zu bringen und auch autark zu werden und sich zu wappnen gegen all das, was uns vielleicht auch bedrohen wird. Ich glaube, da sind wir beide einer Meinung, es ist noch nicht das Ende der Geschichte. Das stimmt. Aber die Heldenreise endet ja nun auch, dass der Held seinen Preis, das heißt also seine Erkenntnis, nach der Transformation der Gemeinschaft übergibt. Nur dann wird er zum Held, zum Erlöser, wenn man so will, damit die Gemeinschaft auf ein neues Level aufsteigt. Durch das, was der Held erringt, indem er quasi seinen Schatten besiegt und mit dieser Geschichte, mit diesem Abschluss, habe ich Hoffnung, dass wir vielleicht doch wieder jeder für sich einsieht, jeder kann ein Held sein, indem er diesen Weg auch mutig genug ist, zu beschreiten. Das wäre schön. Ray, es war wunderbar. Ich könnte mit dir noch weitermachen, aber ich hoffe, wir lassen da mal eine Fortsetzung folgen. Von mir aus gern. Ich freue mich unheimlich auf dein Buch. Ich werde es auch nochmal verlinken unter dem Beitrag und danke dir sehr für unseren Austausch. Es war toll. Hat mir großen Spaß gemacht. Ja, mir auch. Ich hoffe, euch auch. Es war schön, dass ihr dabei seid und den Kanal weiterverfolgt. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Ich verlinke auch da unter dem Video ein paar Möglichkeiten dazu und ich freue mich wirklich, bald euch wieder hier begrüßen zu können. Mit Themen, die letztendlich auch alle etwas miteinander zu tun haben, denn dafür versuche ich bei Ask Me Wendy diese Themen auch alle miteinander zu verketten und euch diese Impulse zu geben. Schön, dass ihr dabei wart und bis bald.